Auf dem Mount Kapitel 4, Vers 8, jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte 6 Flügel. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen. Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und weißt du was? Das klingt natürlich ziemlich krass, ziemlich unvorstellbar, dass unaufhörlich bei Tag und bei Nacht diese vier lebendigen Wesen nichts anderes tun, als Gott zuzurufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Aber weißt du was? Ich will lieber unaufhörlich meinem Herrn zurufen: Heilig, 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 als unaufhörlich Tag und Nacht in der Hölle zu schreien vor Schmerz. Was willst du lieber? Weißt du was? Ich will lieber im Himmel sein, von meinem Herrn niederfallen und heilig, heilig, heilig zu rufen, auch wenn ich mir das jetzt noch schwer vorstellen kann, als auf ewig in der Hölle zu brennen, wo der Rauch ihrer Qual aufsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit und wo sie keine Ruhe haben, Tag und Nacht. Ich will lieber unaufhörlich Tag und Nacht heilig, heilig, heilig zurufen. Du hast die Wahl. Willst du unaufhörlich bei Tag und bei Nacht Gott zurufen, Gott dienen, heilig bist du, heilig, heilig, oder willst du Tag und Nacht ohne Ruhe in der Hölle schreien vor Schmerz? Entscheide dich für eine Sache. Jedes Mal, auf Mount Kapitel 4, Vers 9, jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie werfen ihre Krone nieder vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Jedes Mal, wenn diese vier lebendigen Wesen heilig, heilig, heilig zu rufen, jedes Mal fallen die 24 Ältesten nieder. Sie werfen ihre Krone nieder. Sie setzen sich wieder hin, nehmen ihre Kronen wieder. Heilig, heilig, heilig. Sie fallen wieder nieder und bringen Gott die Ehre da. So unvorstellbar das auch klingt, so schwer wir uns das jetzt vorstellen können, in diesem Körper, in diesem Fleisch, in diesem Leben: Hey, ich will lieber unaufhörlich Gott danken, Gott die Ehre darbringen, immer wieder niederfallen, aufstehen, wieder niederfallen, Gott anbeten. Weißt du was? Das ist herrlich zu lesen, das ist schön zu lesen. Was für eine herrliche Vorstellung. Oder willst du lieber unaufhörlich bei Tag und bei Nacht in der Hölle schreien vor Schmerz? Hey, Gott sei Dank sind wir als Christen gerettet. Gott sei Dank haben wir diese herrliche Vorstellung, im Himmel eines Tages sein zu werden und Gott in alle Ewigkeit dienen zu können.